Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Na, merkt ihr was? Irgendwas ist anders. Nein. Ja, was denn? Wir sind groß. Ja, stimmt, wir sind So diesmal groß waren groß. wir noch nie. Wir konnten uns endlich den ganzen Bildschirm leisten. Und warum sind wir so groß? Ja, wir sind so groß, um euch zu sagen, dass jetzt dieses Video eine besondere Bedeutung bekommt, nämlich wir fassen jetzt bereits unser zweites Kapitel zusammen, das wir mit diesem Video auch abschließen werden. Und werden euch jetzt in diesem Video nochmal ein paar wirklich wichtige Tipps und Tricks sagen, nochmal auf ein paar Probleme eingehen, die im Laufe der letzten Stunden aufgetreten sind und auch nochmal den Aspekt Anwendungsaufgabe ein bisschen genauer anschauen. Und ich weiß genau, viele von euch, die haben diesen Logarithmus immer noch nicht ganz verstanden. Ist auch kompliziert, deswegen Latein erklärt ihn euch gleich nochmal. So, ein erstes Beispiel, und zwar Exponentialgleichungen dieser Art. Wenn wir eine Gleichung haben, suchen wir meistens eine Lösung für x. Wenn wir irgendwie x hoch irgendwas ist gleich, die konnten wir immer recht einfach lösen. Jetzt sind es eben so Gleichungen, wo das x oben im Exponenten gestanden ist. Hier im ersten Fall ist es recht einfach. Das kann man mit ein bisschen Überlegen rausbekommen. 2 hoch was ist 8? Naja, hoch 2 ist es nicht, das sind 4. Hoch 3, das haut hin. X gleich 3. Zweites Beispiel. 2 hoch was ist 9? 3 ist es nicht, das ist 8. Nächste Möglichkeit, naja, können es ja 4 sein. 2 hoch 4, 2 mal 2 mal 2 mal 2 sind aber 16. Es ist also irgendeine Zahl zwischen 3 und 4 mit unendlich vielen Nachkommastellen. Oder sauber ausgedrückt? Eine irrationale Zahl, so nennt man das auch. Genau. Klar, aber das braucht ihr gar nicht wissen. Wichtiger ist nämlich, dass man das mal definiert hat, das Ergebnis, was da rauskommt, damit man drüber sprechen kann, damit man sagen kann, ah, das löst die Gleichung. Wie ist denn Eben. das? Und dass man das auch hinkriegen kann ohne den GTR. Dafür hat man eben gesagt, okay, dieses x, das hier löst, das nennen wir Logarithmus von 9 zur Basis 2. Das ist nämlich die Zahl, mit der man 2 potenzieren muss, um 9 zu bekommen. Und die wurde definiert als Logarithmus. So, da das jetzt das x ist, das ja diese Gleichung löst, denn so ist es definiert, können wir auch einfach das Folgende machen. Wir sagen, naja, wir setzen dieses x hier drüben ein und dann sollte es die Gleichung lösen. So ist es definiert. Es löst die Gleichung. 2 hoch Logarithmus von 9 zur Basis 2 löst die Gleichung und bei der Gleichung kommt am Ende eben auch 9 raus. Das heißt im Endeffekt 2 hoch, also hoch und Logarithmus zur selben Basis heben sich auf. So sind sie auch definiert. Gut, und das sollte euch jetzt an was erinnern, was wir letzte Stunde und auch in Stunden davor besprochen hatten, nämlich das Ganze jetzt eben einem Logarithmus zu einer speziellen Basis, nicht mehr 2, 3 oder irgendwas, sondern diese Basis e, unsere Eulersche Zahl. Machen wir dazu auch ein Beispiel. So ähnlich, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben e hoch x gleich 9, stellt sich wieder die Frage, welche Zahl löst das Ganze? Naja, auch hier können wir so schnell nichts Exaktes sagen. Ihr wisst ja, auch e ist dieses 2,17 und so weiter. Das können wir so genau jetzt gerade gar nicht sagen. Deswegen auch hier die Zahl, die das Ganze löst, ist der Logarithmus zur Basis e von 9. So, jetzt hat mir hier nur gesagt, wir machen da, weil das ja häufig benutzt wird, eine abgekürzte Schreibweise, nämlich Logarithmus zur Basis e ist abgekürzt mit ln, der sogenannte natürliche Logarithmus von 9. So, und auch hier gilt wieder, das hier ist ja gerade die Lösung der Gleichung. Also, wenn wir das hier in unsere Gleichung einsetzen, dann können wir damit diese Gleichung wieder lösen. E hoch ln von 9 gibt gerade unser 9. Sollte uns aus diesem Zusammenhang her klar werden. Das heißt, im Endeffekt, da gibt es gar nichts zu kapieren oder nicht zu kapieren. Das wurde so definiert. Das ist im Endeffekt wie eine Vokabel. Und das ist so, das muss man so hinnehmen, weil das wurde so definiert und deswegen stimmt das natürlich auch. Wir haben es euch jetzt einige Male erklärt. Hier sozusagen nochmal ein Beispiel. Und für die Zukunft gilt einfach, wenn dann das jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten macht, damit umgehen, es sich immer wieder anschauen. Mit der Zeit wird es für einen eine normale Sache, den Logarithmus so zu sehen, so wie viele andere Sachen in Mathematik, die euch vielleicht in der fünften Klasse noch komisch vorkamt, mittlerweile selbstverständlich ist. So wird das für euch auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate selbstverständlich werden. Und jetzt darf endlich ich euch eine andere Sache erklären. Die bestimmt viel wichtiger ist. Viel wichtiger. So, hier ein Beispiel zur Wiederholung der Kettenregel, und zwar mit der E-Funktion.
Da ist nämlich vieles viel leichter. Hier haben wir ein Beispiel. Ich lese jetzt gar nicht vor, ihr könnt ja selber lesen. Wir haben hier ein Produkt, einen Malpunkt. Und jeder würde es denken, ach klar, Produktregel. Nein, es ist keine Produktregel. Produktregel ist nur dann oder kommt nur dann vor, wenn bei beiden ein X drin steht. In dieser 2, da ist kein X versteckt, kann man noch so genau gucken, kein X drin. Ich habe schon mal gesagt, wenn irgendwo ein Malpunkt auftaucht, schauen, ist links vom Malpunkt ein X und ist rechts vom Malpunkt irgendwo ein X. Wenn nicht, ist es keine Produktregel. Dann ist es nur Faktorregel. Dann müsst ihr unser allererstes Video, das zweite Video, 1.2 gucken. Da ist es nochmal erklärt, es ist einfach nur Faktorregel. Das heißt, diese 2 hier schreibe ich hin. So, und dann muss man sich überlegen, diese E-Funktion abgeleitet. Was gibt es? Und es ist ganz einfach. Es ist eine Kettenregel. Wir haben viel über Kettenregel gehört mit äußeren und inneren Funktionen. Hier, weil die äußere Funktion e hoch x ist und weil e hoch x abgeleitet auch wieder e hoch x ergibt und weil man die innere Funktion in die äußere einsetzt, geht das ganz einfach. Weil was ihr euch merken müsst, ist nur eins. Eine Sache. Bei der E-Funktion schreibe ich als ersten Schritt es einfach wieder hin. Und zwar immer. Einfach wieder. Grundsätzlich. Das mache ich. Nichts als abschreiben. Hier bitte auch aufpassen, gerade wenn über dem E so ein längerer Exponent steht, auch deutlich die Zahlen kleiner und drüber schreiben. Das ist, kleiner sind sie hier nicht unbedingt, aber immerhin drüber schreiben. Das klar wird, sie gehören wirklich in den Exponenten von E. Sonst passiert es ganz schnell, dass einem das Ganze mal runterrutscht und plötzlich gehört es zur eigentlichen Funktion. Und dann ist alles zu spät. Das heißt, das Einzige, was man jetzt bei der E-Funktion noch bedenken muss, und das ist, jetzt ist erst der Zeitpunkt, wo man richtig denkt, vorher habe ich nur abgeschrieben. Das muss man aber auch mal machen, richtig abschreiben. Dann mache ich mal die Ableitung von der inneren Funktion. Das heißt, mal die Ableitung von dem hier oben. Und das kann jeder von euch. Das ist 12x hoch 3 plus 2. Dann mache ich die Klammer zu und dann bin ich fertig. Das war's. Erledigt. Ja, aber eigentlich geht die Funktion oben ja noch weiter. Da steht noch ein plus 5. Ja, aber das fliegt weg. Das kennt ihr. Das ist eine konstante Zahl, die fliegt weg. Das heißt, wir sind hier fertig. Genau. Gut, wir haben gesagt, wir vereinfachen das noch. Das machen wir aber im Endeffekt so. Da habt ihr die Ableitung schon richtig schön. Macht da nicht irgendwie viel rum. Es ist wirklich einfach. Ich vereinfache es nochmal. Ich ziehe das Ganze nach vorne. Mache die 2 auch noch in der Klammer rein. Also ist dann Klammer auf. 24 x hoch 3 plus 4 mal den ganzen Kladderadatsch hier. Wenn es der Herr Fränkel noch fertig aufschreibt, vielleicht kurz zur Erinnerung. Eigentlich war es ja bei der Kettenregel so, dass man von der äußeren Funktion die Ableitung gemacht hat und dann die innere Funktion unverändert in die äußere eingesetzt hat, mal der Ableitung von der inneren. Hier ist es so, dass die Ableitung der äußeren Funktion dadurch quasi wegfällt, dass, wie wir es ja gesagt haben, die Ableitung der E-Funktion, egal was im Exponenten steht, zunächst erstmal einfach nur genau diese E-Funktion wieder ist. Das Einzige, was von der eigentlichen Kettenregel übrig bleibt, ist dieses Mal der inneren Ableitung. Wir haben ja auch von der Kettenregel mal diese längere Version gemacht, wo man sich aufgeschrieben hat, was ist denn die äußere Funktion, was ist die innere Funktion. Ihr solltet wirklich, wie wir es auch schon im Video vorher mal gesagt haben, dazu übergehen, bei der Kettenregel nur noch diese Kurzform anzuwenden. Immer nur die Kurzform, immer nur die Kurzform. Wir machen gleich dazu noch ein weiteres Beispiel mit der Kurzform. Vorher wollte ich noch sagen, es geht natürlich auch, indem ihr es so aufschreibt. Also einfach nur die Klammer nach vorne holt, so aufschreibt, ist genauso richtig. Geht beides, wir sind super zufrieden, wenn ihr beides macht. So, eins von beiden müssen wir uns aber entscheiden vielleicht. Ist egal, welches findest du besser? Ich finde das obere fast besser. Das obere, gut. Und sollen wir noch ein weiteres Beispiel machen für die Kurzschreibweise nebenbei? Schauen wir uns noch eins an, vielleicht mal einen, wo keine E-Funktion drin ist, dass man es ableiten muss. Tja, vielleicht machen wir einfach Klammer auf. X hoch 3 plus 2x hoch 5. Das kann man doch direkt ableiten. Wir machen vielleicht kurz vorher klar, die äußere Funktion wäre irgendwas hoch 5. Die innere Funktion wäre x hoch 3 plus 2x. Aber wir schreiben es nicht mehr so hin mit dem UV. Das machen wir nur noch bei der Produktregel und der Quotientenregel, nicht mehr bei der Kettenregel. Dann nehmen wir einfach, wie wir es gewohnt sind, die 5 nach vorne. Schreiben alles andere wieder hin. Da braucht man gar nicht viel denken, braucht gar nicht viel aufschreiben. Das ist für die Schreibfaulen und für die Denkfaulen. Das ist eigentlich perfekt. Und hoch was ist es? Da müssen wir jetzt 1 reduzieren, also hoch 4. Wir haben praktisch die äußere Funktion
abgeleitet und das, was innen drin ist, gerade in Ruhe gelassen. Und jetzt fängt das Denken erst so richtig an. Jetzt ist wieder, wie drüben, mal die innere Ableitung. Also mal, Klammer auf, das hier abgeleitet, also 3x Quadrat plus 2. Das ist die eigentliche Arbeit. Das könnt ihr, das ist einfach. Und super easy, super schnell. Können wir jetzt auch ganz schön vergleichen miteinander. Und zwar schauen wir uns gerade mal die beiden hier an. Hier hinten, das hier, ist sozusagen bei beiden mal der inneren Ableitung. Hier, was die innere Ableitung von dieser Funktion. Und hier die Ableitung von dieser Funktion. Die innere ist hier sozusagen das, was als Exponent über dem E steht. Hier das, was in Klammer steht. Und hier steht die Ableitung der äußeren Funktion. Dafür haben wir hier die 5 als Faktor vorgeholt, um 1 reduziert, den Rest stehen gelassen. Hier steht auch die Ableitung der äußeren Funktion, nämlich die Ableitung von e hoch dem. Aber die Ableitung von dieser äußeren Funktion ist einfach gerade wieder die Funktion eingesetzt mit der inneren. Das war eben das Besondere an der e-Funktion. An diesen Unterschied muss man denken. Und jetzt könnt ihr das. Jetzt ist das gar kein Problem mehr. Deswegen können wir jetzt auch zu unserer dritten Wiederholung kommen, die Dateien jetzt wieder komplett anfängt. Drittens, Wiederholung Produkt versus Quotientenregel. Wer wird aus diesem Wettkampf wohl als Sieger hervorgehen? Oh Mann, okay. Ja, zurück zur Mathematik. Es gibt viele Fälle, wo es klar ist, dass man Produktregeln machen muss. Wir haben es vorhin gesagt gehabt, wenn irgendwo ein Malpunkt auftaucht und links davon ist irgendwas mit x und rechts davon ist was mit x, das ist immer das eindeutige Zeichen, dann kommt die Produktregel. Dieser Fall hier ist es ein bisschen anders. Wenn wir sozusagen einen Bruch haben und wir haben über dem Bruchstrich und unter dem Bruchstrich Teile von Funktionen mit x, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Das erste, was wir schon länger können, ist, dass wir hier auch die Produktregel machen. Das wäre die erste Möglichkeit. Und zwar dahingehend, dass wir es so umschreiben, dass aus diesem Bruchstrich eben ein Produkt wird. Dann könnten wir die Funktion folgendermaßen schreiben. X plus 1, was jetzt im Zähler steht, wäre der eine Faktor. Und das, was unten im Nenner steht, können wir sozusagen nach oben bringen, indem wir das Vorzeichen des Exponenten umkehren, mal e hoch minus x als anderer Faktor. Und jetzt haben wir die Situation, da ist ein Malpunkt, links davon ist irgendeine Teilfunktion mit x, rechts ist eine Teilfunktion mit x. Da können wir jetzt sozusagen die Produktregel machen, indem wir die eine Funktion als unser u von x definieren, die andere Funktion als unser v von x. Und dann geht es gerade so weiter, wie wir es schon mehrfach gemacht haben. Das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen. Aber schau, bevor wir zur zweiten Möglichkeit kommen, gibt es einen Fehler, den ich schon häufig gesehen habe. Und mal gucken, ob Herr Thein das richtig hinkriegt. Wenn er nämlich rechts nebendran hinschreibt, eine zweite Funktion, g von x. Schauen wir uns mal an, ob er mich hier auf das Glatteis führen möchte. Ja. Wieder ein Bruch im Zähler steht genau dasselbe. Ja. Und im Nenner steht e hoch x plus 5. Plus 5. Plus 5 oder oben im Exponenten plus 5? Unten. Unten plus 5. Na, können Sie das? So, wenn wir das hier wieder genauso umschreiben, haben wir wieder unseren Faktor x plus 1. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Das Schnelle, was einem hier passieren könnte und was der Fan wahrscheinlich insgeheim gehofft hat, dass ich machen würde, wäre zu sagen, ah ja, wunderbar, wir drehen den Exponenten vom x um und haben plus 5 als unseren zweiten Faktor. Schreibt das ja nicht ab. Bitte. Denn das Ganze hier unten muss als ein Päckchen betrachtet werden. Genauso wie das x plus 1 ein Päckchen ist. Wenn wir es also nach oben holen, dann holen wir das gesamte Päckchen nach oben. Unser e hoch x plus 5. Und dieses gesamte Päckchen bekommt das umgekehrte Vorzeichen. Jetzt wäre es hoch 1, es ist aber hoch minus 1. So haut das Ganze hin. Richtig? Ja, Teil hat es hinbekommen. Ah, gut. Sie können schon was. Ja, ja. Immer mal wieder. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Beispiel. Die zweite Möglichkeit nämlich, das wäre das, was wir in der GFS zum Thema Quotientenregel gesehen haben. Und zwar nehmen wir es jetzt hin, dass es eben ein Bruch ist und gehen damit entsprechend um. Und zwar sehen wir die Funktion so an, dass das, was hier oben steht, unsere Funktion u von x direkt wäre. Und das, was unten steht, unsere Funktion v
v von x wäre. Welche der beiden Möglichkeiten ihr nehmt, bleibt euch überlassen. Wichtig ist nur, ihr solltet eine von beiden hinbekommen und euch klar machen, dass das u hier zwar bei beiden Fällen dasselbe ist, hier ist unser v aber e hoch minus x, hier wäre v e hoch x. Kommt ganz darauf an, ob ihr sozusagen diese Quotientenregel macht oder ob ihr die Produktregel macht. So, aber jetzt machen wir mal wieder einen Ausflug in den Garten, und zwar in die Biologieabteilung. Richtig schön. Mhm. Ich ergänze das ja gerade noch. Ihr schreibt es ab. Und dann kümmern wir uns um Blumen. Richtig. So, stellt euch vor, ihr werdet beim Latein im Garten. Das ist schön, das ist ruhig. Latein hat extra für euch eine Kletterpflanze gepflanzt. Und wahrscheinlich eine sehr kleine. Wie groß genau die ist, Latein als Mathematiker, hat es natürlich berechnet. Und zwar kann er die Höhe von seiner Kletterpflanze mit dieser Funktion bestimmen, der Freak. H von T ist die Höhe dabei in Metern. T ist die Zeit in Wochen seit Beobachtungsbeginn. Und K ist so ein Parameter, der Element der reellen Zahlen ist. Ihr findet diese Aufgabe übrigens auf Seite 71, die Nummer 9, im Wir können doch hier keine Buchtitel nennen. In unserem Schulbuch. Auf Seite 71, die Nummer 9. Genau. Das war jetzt die A. Lautet, wie hoch ist die Pflanze zu Beobachtungsbeginn? Beobachtungsbeginn, ist klar, ist immer so, ist t gleich 0, also ganz am Anfang. Das heißt, wir können einfach schreiben, h von 0. Und das ist das Schöne, da sehen wir, dieser Parameter k, der fällt hier auch weg. Weil wenn wir 0 hier einsetzen, dann steht da e hoch k mal 0, das ist 0 da. Da steht e hoch 0 da, das ist 1. Also haben wir einfach 0,02 Meter am Anfang. Das sind 2 Zentimeter, die ist aber nicht besonders hoch. Ein süßes, zartes Pflänzchen. Ja, ich schreibe die Antwort mal hin für ihr. Süßes, zartes Pflänzchen. So, die Pflanze ist am Anfang 0,02 Meter hoch. Kommen wir zu B. Nach 6 Wochen ist die Pflanze 40 Zentimeter hoch. Bestimmen Sie K. Und auch wenn diese Aufgabe eine GTR-Aufgabe ist, können wir hier noch gar nichts vom GTR zeichnen. Wir müssen erst K bestimmen. Und erst, das ist auch immer so bei solchen Aufgaben, erst ab dann könnt ihr den GTR so wirklich nutzen, um die Funktion zu zeichnen. Also, nach 6 Wochen 40 cm, das heißt H von 6, ist 40 cm, also ist 0,4. Und ich würde es auch immer so als Gleichung einmal aufschreiben. Jetzt habe ich den ganzen Text hier aufgeschrieben, ne, vor meiner Gleichung. Und jetzt kann man dieses h von 6 einfach hier übernehmen, also schreibt direkt runter 0,02 mal e hoch t ist 6, also k mal 6 ist 0,4. So, und jetzt wisst ihr, okay, um so eine Gleichung zu berechnen, darf vor dem e nicht stehen, hier steht es noch 0,02, also müssten wir teilen durch 0,02. Ich mache das einfacher, ich mache dann oft, damit hier vorne 1 steht, mal 50. Und der Teil, mal gucken, ob er es berechnen kann. Also hier steht e hoch 6k, ist dann wie viel? 0,4 von 50, können wir uns überlegen, was ist 0,4 von 100? Das wären 40, also die Hälfte davon sind 20. Sehr gut, das ist richtig. Das habt ihr vorhin schon bei der Wiederholung 1 gelernt. Das kann man auch in der Logarithmusgleichung umschreiben. Also 6k ist der Logarithmus von 20. Der natürliche Logarithmus von 20, ln. Mhm, richtig. Und jetzt können wir das weiterrechnen. Also hier teilen wir jetzt noch durch 6. Dann haben wir k ist gleich der Logarithmus, der natürliche Logarithmus von 20 geteilt durch 6. Ausrechnen tut man das Ganze jetzt mit dem GTR. Übers Run-Menü. Wir machen den ln von 20. Das ist aber noch nicht das Ganze, sondern wir sollen das noch durch 6 teilen, geteilt durch 6. Und dann sind das 0,499288 und so weiter. Und wir runden es auf 2 Nachkommastellen, also 0,50. Die Frage war, bestimmen Sie K? K haben wir bestimmt. Das streichen wir noch, das reicht auch, da brauchen wir gar keinen Antwortsatz. Und der Latein macht jetzt für euch die C.
Bevor wir mit den weiteren Teilaufgaben weitermachen, schreiben wir uns jetzt erst nochmal die Funktion von oben hin und setzen das k, das wir jetzt rausbekommen haben, ein. Hat den Vorteil, dass wir jetzt eine normale Funktion erhalten, die wir auch in den GTR eingeben können und damit ab jetzt, wie wir es gewohnt sind, im GTR rechnen können. Hoch 0,5 t. Ich gebe sie auch mal ein. Und zwar gehen wir im Taschenrechner in Graphmenü. Ich habe sie hier schon mal eingegeben, komplett. Wichtig ist dabei der For-Window-Bereich. Übrigens drückt nicht jetzt For-Window, sondern erst einmal zeichnen lassen und dann For-Window drücken. Überlegen wir uns mal, x-Minimum, x ist ja t, die Zeit in Wochen. Das heißt, am Anfang fangen wir bei 0 an. Max, boah, so eine Pflanze, die braucht schon eine Woche, das Jahr 52 Wochen. Ich nehme mal so die Hälfte, vielleicht 20 oder 30. Ich nehme mal 25 Wochen, gucken wir uns jetzt an. Y-Min, die Pflanze ist ja am Anfang, also bei 0, also weniger als 0 Meter, macht ja keinen Sinn. So eine Kletterpflanze kann schon ganz schön hoch werden. Ich würde es mal schätzen, 10 Meter, vielleicht mal grob. Schauen wir mal, ob das ganz gut geht. Exe nochmal auf Tor und sehen, ah ja, da haben wir ein ganz schönes Bild und die wächst auch ganz ordentlich, die wird hier ganz richtig hoch. Ja, wir sind schon nach der Hälfte, in diesen 25 Wochen sind wir schon im Bereich, wo wir weit über die 10 Meter rauskommen würden, wenn sie denn so lange so hoch wächst. Gut, dann kommen wir zu den weiteren Teilaufgaben und Herr Fähnig liest gerade bitte mal die Aufgabe C vor. Wie hoch ist die Pflanze nach 9 Wochen? Wir suchen also die Höhe zum Zeitpunkt 9 Wochen. Dafür berechnen wir einfach h von 9. Das könnte man jetzt wieder machen, indem wir das einfach im Run-Menü vom GTR eingeben. Jetzt haben wir aber den Graphen, also suchen wir einfach danach, was für einen Wert haben wir für den t-Wert. Im Graph ist dann der x-Wert 9. Ich gehe einfach auf Trace. 9 ein für den x-Wert, Enter und habe hier direkt das Ergebnis 1,80 gerundet. Das heißt, kann man hinschreiben, es ist 1,80. Genau, deutlich machen, das Ganze ist hier ein Näherungswert, 1,80 Meter. Und noch eine Antwort dazu, sie hat eine Höhe von 1,8 Metern. Jetzt, Herr Fähnrich, bitte die D. Wann ist die Pflanze 3 Meter hoch? Das Ganze geht sozusagen andersrum. Wir suchen einen Zeitpunkt T, zu dem sie 3 Meter hoch ist. Wann ist das hier 3? Naja, und diesen Wert T können wir jetzt auch ganz einfach mit dem GTR bestimmen. Wir kennen ja sozusagen den Y-Wert und suchen dazu einen passenden X-Wert. Das heißt, es geht auf G-Solve, geht es, und wir suchen ja einen X-Wert. Deswegen gehen wir hier auf X-Call. Und für Y geben wir unser 3 Meter ein, 3, und haben hier unser Ergebnis. X ist 10,02 gerundet, das heißt, unser T ist 10,02 ungefähr. Ungefähr 10,02. Und auch hier die passende Antwort. Eine Höhe von 3 Metern ist nach ca. 10 Wochen erreicht. So, wir kommen zu E. Latein bitte. Wann wächst sie in einer Woche um 150 cm? So, und jetzt werden viele denken, ich muss einfach nur berechnen, h' von t, wann ist das 150 cm, also wann ist das 1,5? Das stimmt leider nicht, weil das ist die momentane Änderungsrate. Also wie viel ist hier in dem Fall in einem direkten Moment, also momentan wächst. Und hier ist ja gefragt, wann wächst es innerhalb von einer Woche, also im kompletten Zeitraum, um 1,5 Meter. Deswegen können wir das so leider nicht machen. Das ist aber ein ganz typischer Fehler und ist auch wirklich schwierig. Denn hier muss man was anders machen. Hier muss man gucken, wann ist sozusagen die Differenz von irgendeiner Woche, die nennen wir n, und dann von n plus 1, also die Höhe von n plus 1, minus die Höhe von n, wann ist die 1,5 Meter? Ich schreibe es mal auf, dann wird es vielleicht klarer. Also wann ist die Höhe nach irgendeiner Woche, die wir ausrechnen wollen, n, und eine Woche später, also n plus 1, minus die Höhe nach der n-ten Woche, wann ist diese Differenz, also es ist ja genau eine Woche, vielleicht wenn n 5 wäre, wäre es von der 5. zur 6. Woche, dann wäre es h von 6 minus h von 5, wann ist diese Differenz genau 1,5? Ist wirklich schwierig, da muss man drauf kommen. Wenn man das mal hat, das ist der schwierigste Schritt, dann ist es gar nicht mehr so schwierig. Dann schreibt man nämlich diese Funktion einmal hin. Also h von n plus 1 ist ja 0,02 war das, mal e hoch 0,5. Genau.
Mal und da mal t und t ist ja n plus 1, da müssen wir jetzt eine Klammer machen, müssen wir aufpassen. Minus 0,02 mal e hoch 0,5 mal n. Da braucht man jetzt keine Klammer. Wann ist das? 1,5. So, am leichtesten ist, hier ist eine Klammer, ist ja immer gut, Klammern braucht man selten, deswegen will man sie als erstes auflösen. Also man braucht sie schon, aber man will sie als erstes bei einer Gleichung sozusagen auflösen. Deswegen schreibe ich es jetzt mal hin ohne Klammer, also 0,02 mal e hoch 0,5 n plus 0,5 minus 0,02 e hoch 0,5 n ist 1,5. So, und an der Stelle ist es ein bisschen schwierig weiterzukommen. Das muss man einmal gemacht haben, um es wirklich zu wissen. Hier steht ja hoch eine Summe. Und das weiß man, das kann man umschreiben. Nämlich in 0,02 mal e hoch 0,5 mal e hoch 0,5. Das ist auch wieder eine Potenzregel. Die Muss ich erste das Potenzregel. n nicht vergessen? Beim ersten 0,5 kommt noch n mit dazu. Genau. Richtig? Und wir wissen, Potenzen, wenn sie dieselbe Basis haben, multipliziert man sie, indem man die Hochzahlen, die Exponenten addiert. Und natürlich kann man diesen Schritt auch wieder rückgängig machen. Den Rest schreiben wir normal hin. Und jetzt werdet ihr sicher denken, was hat uns das Ganze gebracht? Naja, das Schöne ist jetzt, hier steckt drin 0,02 mal e hoch 0,5n. Und hier auch 0,02 mal e hoch 0,5n. Und dann kann man es ausklammern. Dann kann man hier schreiben 0,02 mal e hoch 0,5n. Mal Klammer auf. E hoch 0,5 steht noch da. Minus 1. Ist gleich 1,5. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Erstmal schreiben Sie 0,02. Machen wir das erstmal. Also machen wir wieder mal 50. Der Rest steht einfach noch da. Und rechts ergänze ich schon mal 1,5 mal 50, einmal 50 und nochmal 0,5 mal 50 haben wir 75. Richtig. Jetzt gucken wir noch. Hier haben wir wieder ein Produkt. Hier steckt n drin, hier nicht. Das ist im Endeffekt einfach eine Zahl, durch die können wir teilen. Können wir auch so hinschreiben. Geteilt durch e hoch 0,5. Das müssen wir jetzt nicht jetzt berechnen. Geteilt durch e hoch 0,5 minus 1, dann steht hier noch da e hoch 0,5n ist gleich 75 durch e hoch 0,5 minus 1. Viele haben den Drang, das jetzt schon in GTR einzutippen, braucht man aber nicht, weil ich würde jetzt wirklich den ln noch machen, also das wieder steht 0,5n ist der ln von dem Ganzen hier, eine große Klammer. Jetzt einfach noch geteilt durch 0,5, also einfach mal 2 und dann ist n 2 mal der Logarithmus von diesem Ganzen. Und der Teil wird uns jetzt das im Taschenrechner auch mal ausrechnen, was es ungefähr ist, so ein Näherungswert. Wieder das Run-Menü. Das machen wir uns erstmal leer, damit wir eine schöne Übersicht haben. So. Und das wäre dann 2 mal ln. Jetzt haben wir hier einen Bruch, dann können wir gleich die Taste für den Bruch benutzen. 75. Und unten steht unser e. Wo haben wir es? Manchmal suche ich es auch. Hier. e hoch 0,5. Und das Ganze minus 1. Müssen wir hier im Taschenrechner beim ln keine Klammer ziehen, wie hier? Das müssen wir hier automatisch nicht. Dadurch, dass wir hier diesen Bruchstrich haben, wird es überflüssig, weil dann weiß der ln alles, was dahinter dazugehört, passt dazu. Aber wir können es auch hier so machen, damit wir es sozusagen genauso haben wie in schriftlicher Form. Dann gewöhnt man sich eine Darstellung an und macht keine Fehler, dass wir die Klammer hier einfach mitsetzen. Das Ergebnis wäre dasselbe auch ohne. Was kommt raus? 9,5. Also so ungefähr. N ist ungefähr 9,5. Streichen das auch mal und schreiben danach noch unseren Antwortsatz.
So, unser n ist ja ungefähr 9,5. Wir sehen ja oben, wir haben gemacht 9,5 plus 1 ist sozusagen die 10,5. Woche. Minus die Höhe von der 9,5. Woche gibt genau diese Höhe, um die es gewachsen ist innerhalb von einer Woche. Das heißt, das ist auch unsere Antwort. Von der 9,5. bis zur 10,5. Woche wächst die Pflanze um 150 cm. Ich weiß, das Ganze war jetzt kompliziert und schwierig, aber das muss man einfach auch können. So, kommen wir zur Teilaufgabe F. Herr Fähnrich liest uns gerade mal kurz vor. Wann ist die momentane Wachstumsrate 1 Meter pro Woche? Okay, momentane Wachstumsrate, das heißt, wir sprechen hier von der Ableitung. Wir überlegen uns also, wann ist die Ableitungsfunktion h' von t gleich 1. So, wir können jetzt natürlich die Funktion einfach ableiten, das Ganze einsetzen und schauen, für welches t gilt es. Wir haben allerdings unseren GTR und damit geht es ein bisschen schneller. Denn hier haben wir die Funktion erst schon eingegeben von vorher. Y2 machen wir die Ableitungsfunktion über Option, Calculus, ist eine Ableitung von y1, y1, das ergänzt er wieder automatisch, das können wir uns zeichnen lassen. Die Funktion selber brauchen wir nicht, die blenden wir aus. Und extra lassen wir es uns zeichnen. Hier, das geht auch hoch. Und jetzt müssen wir nur wissen, wann ist die 1, das heißt, wir gehen auf die G-Solve, wir suchen hier den Zugang x-Wert zum y-Wert. Das heißt, wir gehen hier rüber und gehen auf y-Call oder x-Call ein. x-Call. Richtig. Wir wollen x berechnen, also x-Calculate. y-Wert ist dann 1. Dort ein bisschen. Haben wir den Zugang x-Wert. Der ist 9,21. Können wir dann auch den können wir uns übernehmen. Schreiben. Also t ist ungefähr. Daraus folgt mit dem GTR, damit wurde es nämlich berechnet, t ist ungefähr 9,21. Und noch der Antwortsatz. Nach 9,21 Wochen ist die momentane Wachstumsrate bei 1 Meter pro Woche. So, wer das Buch aufgeschlagen hatte, wird sehen, dass es hier eigentlich noch einen Aufgabenteil G gibt. Den sparen wir uns jetzt aber hier, denn der macht vieles sehr ähnlich zu dem, was wir gerade gemacht haben. Das heißt, die Schritte, die ihr jetzt gesehen habt, haben euch eigentlich das Wichtigste von der Aufgabe gezeigt. Aber ihr könnt jetzt selber mal probieren, die G zu lösen. Das ist nämlich eine gute Übung. Die werden wir im Unterricht üben, aber es ist auch gut, sie jetzt zu üben. Würde ich schon empfehlen. Ansonsten habt ihr in dem Video jetzt nochmal eine gute Übersicht bekommen über alles, was mit E-Funktionen, Logarithmus und Ableitung zu tun hat. Jetzt auch nochmal eine Anwendung dazu. Und das wird ungefähr auch das sein, was in den Übungen in der nächsten Stunde dann detailliert gemacht wird. Bis dann. Tschüss.